Ja? Geht's gut? Okay. Also das hier wird jetzt ein Splittertext. Zusammenhanglose, irgendwie nette oder auch weniger nette Begebenheiten, die sich irgendwie an irgendwas orientieren. Als ich das Blatt so gesehen habe, habe ich gedacht, was für eine Verschwendung eines Baums. Aber trotzdem. Der Text heißt, ich hasse die Realität, aber es ist immer noch der beste Ort, um ein gutes Steak zu bekommen. Ich habe täglich wunderschöne Momente inneren Friedens und meditativer Ruhe. Doch die anderen 23 Stunden und 57 Minuten bin ich auch nur ein Mensch, der irgendwie versucht, in dieser Welt zurechtzukommen. Eines ist mal klar, je transparenter alles wird, desto weniger blicke ich durch. Genau in dem Moment, in dem ich den Sinn des Lebens entdeckte, hatten sie ihn auch schon wieder geändert. Ich befürchte, dass meine Träume im Leben vielleicht nicht wahr werden, früher oder später dafür mit Sicherheit meine Albträume. Darum gehe ich inzwischen jeden Abend an die Bar, trinke noch schnell ein paar Cocktails und warte, bis meine Welt einstürzt wie ein Kartenhaus im 11. Septemberwind. Bam! Habt ihr das gehört? Das war ich, wie ich auf den Boden der Tatsachen aufschlage. Ich hasse das. Und nicht nur das. Ich hasse es zum Beispiel auch verarscht zu werden. Aus diesem Grund springt mein Kalender vom 31.03. direkt auf den 2. April. Ich hasse es, mir beim Essen auf die Zunge zu beißen, weil ich dann jeglichen Respekt vor mir verliere. Ich meine, ich kaue seit Jahrzehnten, wieso passiert mir sowas noch? Ich hasse es, wenn ich im McDrive einfach nur eine Cola bestelle und dann vom Fastfood-Dealer gefragt werde, ob ich noch ein Getränk dazu will. Ich hasse es, dass Menschen alles dafür tun, um berühmt zu werden und dann eine Sonnenbrille tragen, damit man sie nicht erkennt. Ich hasse es, dass ein unachtsam weggeworfenes Streichholz einen Waldbrand verursachen kann, aber ein komplettes Streichholzkästchen nicht ausreicht, meinen scheiß Grill anzuzünden. Ich hasse es, für meinen Hund eine Hundepfeife gekauft zu haben und jetzt benutzt der verdammte Köter sie nicht. Ich hasse bildreiche Vergleiche mit Kalenderspruchniveau. Man kennt das. Ein Tag ohne Sonnenschein ist wie, ja was wohl, Nacht, würde ich sagen. Ich hasse es, wenn deine Freundin dir per SMS mitteilt, dass sie Schluss macht. Noch mehr hasse ich, wenn sie 10 Minuten später per SMS entschuldigt mit dem Hinweis, sie hätte sich mit der Nummer getan. Ich hasse es, dass alle sagen, es ist immer da, wo man als Letztes sucht. Stimmt nicht. Als ich letztens mein Handy verloren habe, fand ich es sofort unter der Couch. Ich habe probeweise trotzdem weitergesucht, bis zum letzten Ort, wo es hätte noch sein können. Vergebens. Ich hasse es, dass auf Lichtschaltern manchmal an-aus steht. Was soll das? Wenn das Licht an ist, sehe ich, dass das Licht an ist. Wenn das Licht aus ist, kannst du nicht lesen, was auf dem scheiß Schalter steht. Ich hasse es, dass jeder von diesem frühen Vogel spricht. Was ist verdammt nochmal mit dem frühen Wurm? Wie geht die Sache für ihn aus? Ich hasse chinesische Glückskekse wegen ihrer nichtssagenden oder plakativen Inhalte. Akzeptieren würde ich Botschaften wie, Sie werden gleich einen Glückskeks essen. Oder, ich werde in einer chinesischen Bäckerei gefangen gehalten, bitte retten Sie mich. Ich hasse Werbung, die uns zeigt, wie Waschmittel sogar Blutspritzer entfernt. Ich glaube, wenn du ein T-Shirt voller Blutspritzer hast, ist möglicherweise die Qualität deines Waschmittels ein geringstes Problem. Ich hasse Menschen, die mich fragen, kann ich dir mal was fragen? Sie geben dir nicht wirklich eine Chance, finde ich. Ich hasse beim Einloggen den Hinweis, Username oder Passwort falsch. Ja, sicher, aber sag mir doch bitte, welches von beiden, ihr Penner. Ich hasse Tests mit Tieren. Das ist eine schreckliche Sache. Die Tiere werden bei den Tests vermutlich so nervös, dass sie dann laufend falsche Antworten geben. Ich hasse es, dass Gott alles erschaffen hat und der ganze Rest aus China kommt. Ich hasse auch die Gillette Company, weil sie immer nur einen draufsetzen müssen. Sie werden garantiert in naher Zukunft die Entwicklung eines Rasierers bewerben, der dank eines Computerchips direkt in die Zukunft reisen kann, um in einer neuartigen Future Blade Brathaare zu rasieren, die jetzt noch gar nicht existieren. Ich hasse es, dass jeder dir glaubt, wenn du sagst, es gibt Milliarden von Sternen, aber sofort mit Draufpatschen prüfen muss, wenn du sagst, die Farbe ist noch nicht trocken.
Ich hasse Model-Wettbewerbe. Bei meiner letzten Teilnahme wurde ich nicht nur Letzter, ich bekam danach auch noch 361 Postkarten mit Genesungswünschen. Ich hasse es, wenn alle Welt behauptet, Kondome seien sicher. Ein Freund trug eins und wurde trotzdem vom Bus überfahren. Ich hasse es, in einer Stadt zu leben, in der die Pizza schneller vor meiner Tür ist als Polizei und Feuerwehr zusammen. Ich hasse es, wenn Leute die Tretminen ihrer Hunde beseitigen, weil ich mir dann immer vorstelle, dass uns Außerirdische beobachten und die falschen Schlüsse daraus ziehen, wer hier wohl der Boss ist. Ich hasse es, wenn Leute ohne Grund bei jeder unpassenden Gelegenheit vor sich hinsingen. La la la. Das ist hier das Leben, nicht Glee. Ich hasse Bioprodukte, weil man in meinem Alter gar nicht genug Konservierungsmittel bekommen kann. Ich hasse es, dass mein Lieblingsitaliener Hassan heißt. Ich hasse es, von Nachbarn gebeten zu werden, mich während ihres Urlaubs um ihre Pflanzen und Tiere zu kümmern und erst bei der Abreise erfahre, dass sie Bauern sind. Ich hasse es, dass Miss Universum bislang immer von der Erde kam. Ich hasse es, wenn Wissenschaftler von intelligentem Leben auf anderen Planeten ausgehen, weil ich nicht verstehe, warum sich andere Planeten von diesem hier unterscheiden sollten. Ich hasse es, eine Platzwunde am Kopf und eine Gehirnerschütterung zu haben, weil ich gegen einen Erste-Hilfe-Schrank gelaufen bin. Ich hasse es, dass ich früher Angst im Dunkeln hatte und heute im Hellen wegen der Strompreise. Ich hasse es, dass die Autoindustrie auf den Klimawandel höchstens mit der Verdopplung der Cabrio-Produktion reagiert. Ich hasse es, wenn Vögel ihren Mist auf meinem Auto hinterlassen. Ich esse darum häufig Rührei auf der Terrasse, nur um ihnen zu zeigen, wozu ich fähig bin. Ich hasse es, in einem super günstigen Massagesalon gefunden zu haben und dann erfahre, dass er Selbstbedienung hat. Ich hasse es, dass Crow seine Autogrammkarten 3,4 mal schneller unterschreiben kann als Tim Bensko. Ich hasse es, zwischen Baum und Hund zu stehen. Ich hasse es, dass meine Hassliste so lang geworden ist, denn eigentlich liebe ich das Leben und irgendwann vielleicht sogar auch mein eigenes. Ich meine Realität, wow, was für ein Konzept. Ich liebe es jedenfalls, dass ihr mir bis hierhin gefolgt seid und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich schätze, wenn ich mich von mir selber fernhalte, könnte ich zumindest noch mal ein schönes Wochenende haben. Bis dahin mögen die Mächte des Bösen auf dem Weg zu euren Häusern die Orientierung verlieren. Ach ja, bevor ich es vergesse, ich hasse es, wenn Texte und Sätze enden, anders als man Rübenmus. Dankeschön.